meine treuen Zuhörer. Bürstenköpfe nennen sie sich, warum auch immer. Erinnern sich an meine Warnung bezüglich dieses Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Tja, es läuft nicht. Warum, fragen sie? Weil jemand zu Sinnen gekommen ist und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser inkompetenten Bürohengste öfter abstürzt als eine betrunkene Brieftaube. Also wurde unser Steuergeld verschwendet für so gut wie nichts. Und sowas nennt man dann in der echten Welt wohl ein Happy End, Leute. Achtung, Einheiten. Drohnen dir gemeldet. Brauchen Officer vor Ort. Bitte Einheit nach Flatiron. Over. Juri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. Wow, das könnte funktionieren. Mal sehen. Kann ich nicht lesen. Hab die Brille vergessen. Unglaublich! Doc wäre stolz. Spider-Man-Armee. Wer ist da? Hey, da ist er! Der Boss hat die Nase voll von dir. Und ich auch. Na los, du! Ich räche dich ab. Unsere Deckung! Davon haben wir noch mehr! Ihr wisst, was zu tun ist. Ich werde dir Respekt beibringen. Noch mehr von denen. Spider-Man, wir haben 4 illegale Waffenhändler im Radius von 3 Blocks um die Baustelle verhaftet. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Ah!
wird wehtun. Verflixt, die haben ihre Kumpel gerufen. Mehr Typen, willkommen zur Party. Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Will jemand aufgeben? Nein? Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eintreffen. Gute Arbeit. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Eine Tiefennachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen sollte ausreichen. Ich weiß schon, womit ich anfange. Tut mir leid. Oh Mist, ich muss zur Arbeit. Ich muss los, Miney. Peter, gute Neuigkeiten. Ich glaube, ich konnte die Fachkommission beruhigen. Wenn Lance Corporal Texigos Anprobe morgen gut läuft, sollte alles okay sein. Fantastisch, Doc. Wir sind wieder im Rennen. Vorläufig.
sofern unser kleiner Vorfall dem Bürgermeister entgangen ist. Kommen Sie morgen zur Anprobe? Definitiv. Es wird super laufen. Wir werden die Welt verändern, Doc. Mir reicht schon nicht, noch mehr Feuer zu entfachen. Dann bis morgen. Gutes altes Empire State. Mann, ich liebe diese Stadt. Zeit für einen Schnappschuss. Das ist gut. Die Karte ist jetzt neu kalibriert. Hab nicht viel fotografiert, seit ich beim Bugle aufgehört habe und vergessen, wie viel Spaß das macht. Ich sollte noch mehr Wahrzeichen fotografieren. Okay, ich habe noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Alle Einheiten, Einbruch gemeldet. Gemeldeter Ort ist Murray Hill. Hi, Mr. Lee. Hey, Peter. Wir sind alle bereit für die Party. Wir warten nur auf dich. Cool. Bin unterwegs. Nächste Einheit zum Tatort. Vorsicht! Brauchen Officer by the Yards. Bitte bestätigen. Hm.
Spider-Man, the situation's under control. Alle Einheiten, verfolgtes Fahrzeug gemeldet. Officer im Modeviertel benötigt. Ich verliere sie! Hallo, Mr. Muggins. Wenn es um die Miete geht. Mr. Parker, dieser Anruf ist die dritte und letzte Warnung. Die Zwangsräumung. Moment. Ich bekomme Ende der Woche Geld. Ich kann... Die Zwangsräumung beginnt am Freitag, wenn der komplette Betrag nicht vor Geschäftsschluss eingezahlt wurde. Schönen Tag noch. Ja, schönen Tag noch. Tasche. Mr. Lee ist vielleicht in der Küche, alles für die Party vorbereiten. Hey, Peter. Hey Leute, wie läuft das Spiel? Wonach sieht's denn aus? Ich gewinne. Er leidet unter Gedächtnisschwund, Pete. Ich schlage ihn. Na, das Wichtigste dabei ist doch der Spaß. Mir macht es Riesenspaß, ihn platt zu machen. Das träumst du, Lady. Spielst du mit, Pete? Nur Kleckerbeträge. Oh nein, das wird mir zu teuer. Macht ihr mal weiter. Hey, Peter. Was gibt? Hey, Martin. Sorry, ich bin zu spät. Du kommst genau richtig. Lenk sie einfach ab, während wir alles fertig machen. Alles klar. Hey, meine Lieblingstante. Peter, so eine Überraschung. Kann ich helfen? Ja klar. Oh, da sind ein paar Kisten nein, in... Nein. Ich meine, noch nicht. Ich meine, ich wollte... Ich wollte mit dir reden. Okay. Peter? Hast du Probleme? Brauchst du Geld? Nein, ich meine, ein kleiner Mietrückstand, aber... Nein, mir geht's gut, wirklich. Probleme mit Frauen, hä? Was? Nein, nicht doch! Ich wünschte, du und MJ würdet euch versöhnen. Sie ist wundervoll. Ist sie, aber... Ihr würdet so hübsche Babys bekommen. Wow! Peter, was ist los? Komm schon, raus damit. Die letzten Jahre. Du hast mir durchs College geholfen und arbeitest hier. Du gibst immer so viel und bittest nie um was. Ich wünschte einfach, es gäbe mehr Menschen wie dich. Er hat recht. Vor 5 Jahren hast du mir gesagt, dass dich meine Mission, anderen zu helfen, inspiriert.
Und jetzt inspirierst du mich. Danke, May, für alles. Und auf viele weitere Jahre. Danke nochmal für die ganze Mühe. Oh, ich wünschte, ich könnte mehr tun. May sagt immer, wenn du einem hilfst, naja. Hilfst du allen. Ja, vielleicht sollte May auch mit dem Bürgermeister mal ein Wörtchen reden. Oh, ich muss los. Danke nochmal für die Party und alles. Es bedeutet ihr viel. Sprachnachricht von Yuri. Hör ich mir draußen an. Mein Hund?